Clash of Clans, eine weitere Folge mit mir, dem Thorsten. Und ja, da haben sie uns auch mal eben so ein Event hier noch mal so reingeballert. Ich habe das heute ganz kurz mal in einen anderen Stream vernommen und das läuft ja auch nicht lange, denn ich bin ja eventmäßig so richtig mal hinterm Lande. Ich habe erst dieses Skeleton-Event hinter mich gebracht, nicht Skeleton, also mit dem Riesenskelett. Da habe ich mir die 200 Gems schon geholt mit den anderen, mit diesen Bottles hier, da tue ich mich noch ein bisschen mal so richtig schwer, aber was haben wir noch für zwei Events? Happy Hawks und World Power oder Real Power. Und das will ich heute mit euch spielen. Ich bin heute auf meinem Rathaus 12 und ich zeige euch einfach mal meine Armee. Ich weiß, dass ihr jetzt sagen werdet, ja Toto, du hast ja jetzt den Rathaus 12 und da kannst du die Armee so bauen. Ja, aber ihr könnt das Ganze so ein bisschen runterbrechen, so will ich das mal sagen. Das heißt also, alle, die jetzt eigentlich hier die Angriffe für Rathaus 12 sehen, die können das natürlich so ein bisschen für einen 11er, für einen 10er, für einen 9er, für einen 8er, alles immer runterbrechen. Ihr müsst dementsprechend nur etwas weniger Truppen und andere Truppen nehmen als ich. Ihr seht das, ich habe hier jetzt mal zwei Elektrodrachen einfach mal mitgenommen. Die 7 Valkyrien muss ich nehmen, 11 Hawkrider, glaube ich, muss ich benutzen. Ich nehme die 4 Heiler für den Queenwalk, 9 Mauerbrecher, um irgendwo noch in die Base zu kommen, habe Mauervernichter dabei und 8 Riesen dort noch drin. Das Ganze könnt ihr natürlich runterbrechen. Anstatt des Mauervernichters könnt ihr natürlich bei Rathaus 9 Level Only Riesen nehmen oder so. Und aber ihr habt die Heiler, ihr habt die Hawks, ihr habt die Valkyren und brecht das einfach nur runter von der Anzahl her. Dann passt das auch für eure Rathausstufe. Ich mache das heute einfach mal mit dem Rathaus 12 für euch. Nicht nur für euch, sondern auch für mich, denn es gibt ja 6 Pullen, also 6 Trainingstränke. Die sind natürlich echt nett, denn ich bin an Trainingstränken doch ein bisschen eng. Ich hab nur noch 7 und also 7 von 5, nee, 7 schräger 5. Ich habe also 7 Stück drin und 5 gehen nur rein. Man kann überbuchen, wenn diese Events sind. Das heißt, mit überbuchen meine ich, wenn ich mir jetzt die 6 hole, dann werden die hier mit zugerechnet. Einen werde ich sicherlich gleich nehmen, aber wir hauen jetzt mal einfach in die Suche rein, denn mal so ein bisschen ganz abseits der Liga machen wir einfach mal wieder richtig plain Clash of Clans. Also geht's ab hier, find the match. So, Hardy Killer soll unser erstes Opfer sein hier. Ich muss jetzt nur mal schauen, der hat hier natürlich zwei Multi-Infernos, die sind jetzt nicht gerade so nett und so gesund für Hawkrider oder auch Valkyren. Aber mal sehen, oh, hier unten ist das ganze Zeug, oh, gerade noch so auf meinem Mauervernichter gewechselt. Nehme ich trotzdem mit, ist nicht so schlimm. Ihr seht, ich hab auch einen Helden noch ein bisschen weniger. Das heißt also, mir fehlt im Moment noch mein King, den werde ich ja irgendwann dann heute Abend noch gemmen, um meinen Angriff in der CW-Liga zu machen. Und ich lasse jetzt einfach mal laufen. Ich gucke mal, ob die nach rechts oder links geht. Im Moment ist mir das, ja, ich will nicht sagen, es ist mir Wumpe, aber mal gucken. Denn mit den beiden Elektrodrachen würde ich ganz gerne funneln. Das heißt also so, dass ich jetzt hier irgendwo meinen Mauervernichter setze, ein paar Magier dahinter. Ich weiß, ich habe jetzt ich habe eigentlich viel zu viele Mauerbrecher dabei. Das ist aber nicht schlimm. Wir gehen hier jetzt mit den Valkys Rinne und gucken mal, dass wir die da in den Sprung kriegen. Das wäre natürlich echt mal klasse. So, da gucken wir mal, in der Mitte ist jetzt schon richtig viel Tumult. Ich habe jetzt noch die Hawkrider offen und ich kann meinen Warden noch zünden. Ja, das sieht noch ganz gut aus. Dann machen wir mal hier zweimal den Fries rechts und links auf die Infernos. Da sind meine Riesen jetzt schon durch. Okay, dann können wir hier schon mal mit den Hawks beginnen, denn die Verteidigungsanlagen sind gerade abgelenkt. Ich habe natürlich nur einen Heilzauber, ist ein bisschen wenig, ich weiß. Und da sind ein paar Loons jetzt drin. Okay, da sind ein paar Loons drin. Dann nehmen wir die Queen hier nochmal in Wut und in der Hoffnung, dass sie die Hawks ein bisschen noch was reißen. Was habe ich hier noch? Einen Mauerbrecher, den kann ich hier bestimmt nochmal setzen. Und einen, ja, ich glaube, hier ist er ganz gut aufgehoben. Ein Lakaien da. Schauen wir mal, Queen kann ich noch zünden. Also es sieht ganz, ganz durchwachsen auf. Also wie gesagt, die Armee könnte ein bisschen runterbrechen hier. Ich habe, glaube ich, gleich zwei Heilzauber da. Ich habe die Armee auch ein bisschen umgebaut. Also soll ja auch ein bisschen flexibel sein hier, um auch zu zeigen, solche Events gehen natürlich auch anders.
Aber cool gemacht, glaube ich. Oh, der hat hier diese Mobilität nochmal richtig weh. Ist aber nicht so tragisch. Den haben wir ganz gut gerockt und meine beiden Helden brauchen gleich so gut wie nicht regenerieren. Das ist das ganz Gute, gerade wenn du einen Heiler mitnimmst. Und hier so ein Queenwalk machst, willst das Event. Ich will das Event eigentlich tatsächlich recht nett und zügig hinter mich bringen. Ja, das sah schon mal ganz gut aus. Ich glaube, mit dem Bonus hier ist das absolut in Ordnung für die Truppe, denn gerade die Valkyren und die Hogrider, die kosten ja jetzt so gut wie kein Dunkles. Und ich denke, mit fast 5000 hier dann an Gewinn rauszugehen, das ist wirklich super. Wir gucken mal, was die Armee effektiv kostet, ob wir so ein bisschen umbauen können. Quick Train, ich will mal eben schon mal die Maschine anstoßen, da die jetzt 20 Minuten läuft. Und aber ihr seht das, 525 mit so einer fetten Armee, das gönnen wir uns einfach nochmal. Die zweite Armee habe ich jetzt schon fertig. Und wie sieht die aus? Ja, da habe ich mal einen Golem mitgenommen. Ich mache trotzdem Queenwalk vorweg. Ich lasse den Golem dann wahrscheinlich vor dem Mauervernichter laufen. Aber damit das Ganze ein bisschen zügiger vor allen Dingen vor den Trainings geht, habe ich mir gedacht, oh, ich nehme doch mal. Kleines Luxusproblem, ich nehme doch mal ein Stündchen hier, so ein Trunk und fordere noch mal ein paar Truppen an. Was brauchen wir jetzt? Tanks, Wut. Ja, können wir die Tanks noch gebrauchen? Ja, die können wir noch gebrauchen. Wir nehmen die Tanks noch mal mit und ich hoffe, ihr könnt euch das vielleicht wegpinnen oder so, diese Armeen. Denn ich bin eigentlich auch mal jemand, der so ein bisschen was ausprobiert. Nichts Wildes, aber einfach mal. Wie kann man was machen? Und ich glaube, ich habe heute Abend für den Rathaus Silver hier eine ultra starke und ultra effektive Armee für mich gefunden. Ich weiß, in den Pokalen gehe ich jetzt ein bisschen hoch dadurch, aber das werde ich wieder wegdroppen. Ihr baut hoffentlich die Armeen so nach und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich lasse die zweite Armee gerade durchspielen. Da kann ich nämlich direkt mit der dritten hoffentlich mit euch angreifen. Ich habe es gerade im Chat gelesen. Geduld ist eine Tugend, sagt der große Toto. Ja, das ist auch tatsächlich eine Tugend. Und die Tugend, oh, entschuldigt bitte, ich habe einen kleinen Hicks. Ich muss, glaube ich, mal einen Löffel Zucker nehmen. Ist tatsächlich eine Tugend. Und eine Tugend ist auch, dass wir den Kollegen hier mitnehmen mit 487.000. Ich weiß, es gibt ja immer mehr. Es gibt irgendwo immer etwas mehr, was man letztendlich holen kann. Und aber man muss auch sehen, Suchzeit, Wartezeit bis auf den perfekten Gegner und so weiter. Und deswegen nimmt man natürlich jetzt nicht unbedingt immer die... Oh, da muss ich jetzt mal gerade so ein bisschen auf meine Queen achten hier. Ich glaube, so sieht das ganz gut aus. Mal schauen, wo unser Golem hingeht. Mal gucken. Unser Golem geht dahin, der Mauervernichter dahin. Alles noch im grünen Bereich hier beim Toto. Und unsere Valkyren können hier, glaube ich, jetzt schon durchjumpen gleich. Ich gucke mal, wo wir die am einfachsten gleich mal springen lassen. Ich glaube, hier ist ganz gut. Was müssen wir friesen? Wir friesen mal hier und wir friesen einmal dort. Jetzt schauen wir mal, dass wir die ganze Meute hier in der Mitte... Ah, oh, ich habe doch ganz, ganz knapp meine Queen vergessen. Eieieiei. Okay, da haben wir sie doch ganz, ganz kurz mal aus den Augen gelassen und haben jetzt noch ein paar Hawks am Start. In der Mitte ist noch ein bisschen abgelenkt. Die Hawks sind mir ein bisschen zu verteilt. Ich weiß, das sind jetzt nicht gerade die meisten Hawks hier, die jetzt gerade geheilt werden. Aber mal sehen, ob wir hier in der Mitte den Warden noch ein bisschen am Leben halten können. Dass der wenigstens noch da ein bisschen was... Ja, ein bisschen hat er noch gemacht. Okay, ein bisschen hat er noch gemacht. Wir haben einen Lakaien jetzt im Moment nur für so ein Mini-Clean-Up hier. Wo können wir denn noch richtig was reißen? Ah, wir haben die Base schon ganz gut gemacht. Haben wir ganz gut gemacht. Das passt so für mich. Und haben, ja, wir haben jetzt mein Gift nicht genommen. Das war natürlich ein bisschen dusselig. Den kann man sicherlich auch auf die Helden setzen. Aber auch hier wieder mit dem minimalen Einsatz der dunklen Truppen mal wieder über 5484, 6484, ja. Also fast, wie viel? 2000? Jetzt bin ich ganz verwirrt. 6484, ja, 6,64 oder so. So um den Daumen. Und ich denke, ist eine coole Truppe. Keine Frage. Ich könnte sie jetzt noch mal nehmen. Allerdings
glaube ich, baue ich die jetzt nochmal? Nee, ich glaube, ich baue die nicht nochmal. Ich muss ja diesen anderen Klödel auch noch machen. Deswegen haben wir diese hier jetzt schon mal im Sack. Obwohl die ja echt, okay, die hat jetzt 1060 gekostet. Die war jetzt ein bisschen teurer. Das lag jetzt an dem Golem. Ich weiß gar nicht, was hatten wir denn eigentlich hier bei der ersten Armee eben nochmal besser bzw. anders. 2,9, da hatten wir ein paar mehr Mauerbrecher bei. Die nehme ich jetzt auch mal wieder mit. 9 Mauerbrecher dabei. Dann hatte ich, glaube ich, ein paar mehr Lakis. Und an die anderen Sachen kann ich mich gar nicht erinnern. 12, 12, 12. Echt günstig hier zum Farmen. Donnerwetter. Nehmen wir mal so mit. 2, 2, 2. Ja, dritter Angriff. Dauert nicht lange. Bin ich wieder bei euch. Fordere eben an. Und dann machen wir das Event fertig hier. Eigentlich ein mittelprächtiger Gegner, aber der Vorteil ist, dass ich vom Steini 81, ich nehme mal an, es ist ein deutscher Clan, können wir gleich mal nachgucken, hier fast 3000 Dunkles kriege plus den Bonus. Das ist natürlich sehr, sehr nett und deswegen glaube ich, ist das hier unser richtiger Kandidat, denn meine Helden werden gleich, denke ich mal, ich hoffe es einfach mal, noch nicht ganz wieder down sein bei dieser Base hier. So, jetzt kann ich hier mal die Mauerbrecher reinspammen. Einmal hier. Und Queen will nicht rein. Okay, dann hauen wir da nochmal die Mauerbrecher hin. Vielleicht will sie ja jetzt rein. Vielleicht will sie ja jetzt rein, wenn ich ihr dort so ein bisschen den Tunnel öffne. Jo, das sieht schon ein bisschen besser aus. Gehen wir eben so ein kleines bisschen näher rein. Oh, jetzt habe ich da jetzt gerade zwei Wut reingeballert. Wo kein Wut reingehört, ne? Oh. Wo kein Wut reingehört. Nur wegen diesen doofen Rein- und Raus-Scrollen muss ich hier jetzt meinen letzten Wut nochmal werfen. Und dann funneln wir aber auch wieder, wie vorhin, glaube ich, über diese Ecke hier und schicken hier unser Mauervernichter. So, wir schicken da den Mauervernichter. Warden ist schon down. Okay, Warden. Warum auch immer du down gegangen bist, die Queen geht mir in jedem Fall nicht down und ich freeze hier einfach mal beide in Infernos jetzt in der Hoffnung, dass hier jetzt noch ein bisschen was geht. Nehme jetzt schon meine Hawk Rider. Ey, da hier muss noch ein bisschen was laufen, Leute. Ich habe jetzt alle Zauber schon verballert. Ah, wirklich ärgerlich. Echt ärgerlich. Ah, mal sehen. Mal sehen, ob wir nicht doch noch was reißen hier. Ein Heil. Dann haben wir hier das Elex schon mal im Sack. Hier hinten holen wir uns die Bauhütten. Für den Restbonus haben wir noch ein bisschen was. Ah, wir haben nur noch Gift. Okay, wir haben nur noch Gift. Und meine Hocks sind hier außen rum. Ah, der war jetzt eher suboptimal. Aber das Dunkle haben wir gekriegt. Ich hatte ja gesagt, wir sind auf das Dunkle aus. Und der Steini hier hat mir das Dunkle zur Verfügung gestellt. Vielen lieben Dank dafür. Ja, das sieht ganz gut aus. Dann können wir hier, glaube ich, nochmal setzen. Und da... Jo, na, da kriegen wir noch ein paar Prozent. Wir sind jetzt schon über 70, kriegen auf jeden Fall einen Bonus. Also so kann man es machen. Der letzte Angriff war jetzt nicht so ganz so tolle. Obwohl wir ganz schön viel mitgenommen haben. Da geht jetzt noch so das letzte Elex rüber. Ah, mal sehen. Ah, nee, die kommen nicht mehr ganz zum Goldlager da. Ist natürlich noch ein bisschen viel Gold da, aber ich habe eh 12 Millionen. Also das nächste Update kann gleich schon einfließen. Mein Inferno Tower läuft gleich aus. Dann kann ich ihn auf Level 2 sicherlich mit einem Bauarbeiter machen. Passt. Alles in Ordnung. Und ich glaube, das sieht... Ja, jawohl. 6 Trainingspotion und 600 EP. Richtig krasses Ding hier. Also, ihr seht das hier. Man kann überbuchen. Ich kann wieder trainieren wie so ein Irrer. Diddle-din. Okay, da macht es wieder diddle-din. Vielen lieben Dank für die ganz, ganz vielen Resonanzen auf meine Videos zurzeit. Ich bin wirklich, wirklich erstaunt, was ihr alle so vom Stapel lasst. Das werde ich die Tage, glaube ich, mal irgendwie vorlesen. Denn es sind ja schon ein paar echt witzige Anekdoten dabei. Also, krasses Teil hier. Heute Abend, ihr seht die Folge am Samstagmittag. Heute Abend, denke ich mal, nach dem offiziellen Stream von Clash of Clans werde ich online gehen. Können wir ein bisschen über die CWL diskutieren. Wir können ein bisschen Clash of Clans spielen. Wir können ein bisschen einen netten Abend haben. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Ich hoffe, ihr freut euch auf mich. Bis dahin, euer Toto. Clash.